So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einfach Wissen. Heute soll es um diese beiden Burschen hier gehen. Das beide sind Aloe Vera Pflanzen. Ich möchte euch einfach ein bisschen was über die Aloe Vera Zimmerpflanze erzählen. Das heißt, wie gehe ich mit ihr um? Wie kann ich ihr Gutes tun? Und was sind die Pro- und Kontra-Argumente für und gegen eine Aloe Vera Pflanze als Zimmerpflanze? Ich habe einfach ein paar Infos für euch vorbereitet. Ich hoffe, ihr habt Bock mitgebracht. Ansonsten will ich auch gar nicht lang drum rumreden, sondern dann fangen wir einfach sofort an. Das erste Wichtige, glaube ich, was man immer über eine Zimmerpflanze erzählen kann, ist erstmal, welchen Standort wähle ich, beziehungsweise wie sollte die Temperatur für eine Zimmerpflanze sein? Die Aloe Vera liebt die Sonne, ja, das heißt, ein Standort, der Licht bestrahlt ist, sollte es schon sein. Es muss keine direkte Sonneneinstrahlung sein, aber es muss schon genügend Licht hinkommen. Das gilt vor allem hier für die große Pflanze, für den kleinen Steckling. Da kommen wir später zu. Ich rede jetzt bei allen Informationen erstmal hier von der großen, ausgewachsenen Aloe Vera Pflanze. Ja, die liebt einfach einen sonnigeren Standort, das heißt, da, wo ein bisschen mehr Sonne hinkommt. Von den Temperaturen, ja, sollte es wirklich stabil sein. Das heißt, so, ja, unter 10 Grad wäre schon eher negativ. Wie gesagt, ansonsten muss man aber dazu sagen, ich habe auch sehr oft im Winter mal mein Fenster auf und dann ist wahrscheinlich schon unter 10 Grad in meinem Zimmer und trotzdem hat sie es überlebt. Aber allgemein sollte man stabil eine Temperatur halten, die dann auch mal bei den meisten Haushalten, ja, glaube ich, über 15 Grad liegt. Und wenn man das einhält, dann kann da eigentlich nicht so viel schief gehen. Vielleicht der Boden der Aloe Vera Pflanze, da gibt es unterschiedliche Leute, manche tun irgendwie so Torfballen oder so unten hin. Für mich tut es einfach die Kakteenerde, die finde ich eigentlich recht gut. Die hat bei mir immer relativ gut gefruchtet, auch für die Stecklinge, aber auch für die fertigen. Wenn ich quasi umgetopft habe, war immer Kakteenerde, so als vorbereitete Mischung, gibt es eigentlich in jedem Bau- und Gartencenter. Für mich bis jetzt immer eine gute bis eigentlich die beste Wahl. Deswegen kann ich euch das eigentlich nur empfehlen. Düngen, dazu muss ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich tue einfach nur alle 3 Monate Düngerstäbchen rein. Es gibt auch Leute, die manchmal gar nicht düngen. Und manche Leute sagen so ein bisschen düngen. Insgesamt ist die Aloe Vera Pflanze nicht unbedingt düngebedürftig. Ich habe aber gute Erfahrungen gemacht, einfach Düngestäbchen reinzutun, das alle 3 Monate auszuwechseln. Viele Leute empfehlen den Flüssigdünger. Ich habe sehr gute Erfahrungen immer mit Düngestäbchen gemacht. Deswegen kann ich euch das nur an die Hand legen. Ansonsten vielleicht nochmal die Empfehlung eines natürlichen Düngers. Danach werde ich auch oft gefragt, gibt es denn irgendwie natürliche Arten, Dünger herzustellen und keinen industriellen Dünger kaufen zu müssen, sondern auf eine natürliche Art und Weise meine Pflanzen zu düngen. Ja, da gibt es eine Alternative. Für mich immer relativ einfach. Und zwar, ich tue Bananenschalen, alten Kaffeesatz und beziehungsweise Kaffeesatz, der muss nicht unbedingt alt sein, aber man kann den Kaffee natürlich trinken. Und Eierschale, das Ganze tue ich in einen Mixer, vermixe das, lasse es so ein bisschen antrocknen und tue es dann hier auf die Erde oben drauf. Das heißt, es muss nicht in die Mitte gemischt werden, sondern einfach oben drauf. Und durch das Gießen kommen dann die Nährstoffe an die Wurzeln der Pflanzen. Das Ganze hat dann auch super viele Nährstoffe und ist einfach super praktisch. Es ist super schnell herzustellen. Ich glaube, jeder hat Bananenschalen, Kaffeesatz und Eierschalen immer zu Hause. Das sind Sachen, die man, glaube ich, einmal pro Woche mindestens braucht, bei den meisten zumindest. Manche trinken keinen Kaffee, aber ich denke, Bananen und Eier sind bei vielen einfach vorhanden und deswegen auch sehr einfach nachzumachen. Dann kommen wir zum Thema Gießen. Dabei ist eigentlich so eine kleine Vorsicht geboten, denn der Aloe Vera Pflanze kann man beim Gießen eigentlich nicht viel antun, außer man gießt sie zu viel. Und das ist dann auch das weit verbreitetste Problem, dass diese Pflanze zu viel gegossen wird. Allgemein ist einfach zu beachten, dass sie es mag, wenn es feucht ist, aber es darf nicht zu feucht sein. Also eher in Richtung bisschen austrocknen lassen, aber diesen Torfballen oder die Erde immer so ein bisschen feucht zu halten. Ich denke, dann macht ihr bei der Aloe Vera nichts verkehrt. Das heißt, so zwischen eine und alle 2 Wochen gießen. Also so dazwischen. Das heißt, wenn ihr so im 10-Tages-Rhythmus eure Aloe Vera gießt, dann ja, seid ihr einfach auf einem guten Weg und dann kann man wirklich auch nichts verkehrt machen, denn sie ist eigentlich recht dankbar und gar nicht so leicht zu zerstören. Dann kommen wir natürlich zu einem
weiterhin absoluten großen Vorteil bei der Aloe Vera Pflanze, und das macht sie als Zimmerpflanze einfach so geil. Und zwar das Thema heilende Wirkung der Aloe Vera Pflanze. Und zwar im Prinzip ist die Aloe Vera Pflanze eine dauerhafte Apotheke für jeden. Die Aloe Vera Pflanze hat ein Gel, was man beim Abschneiden, das heißt, ich nehme einfach einen Strang, Entschuldigung, ich nehme einfach einen Strang, schneide den ab, drücke dann das Gel aus der Pflanze raus. Das Gel, ja, hat gewisse Vitamine, Enzyme, Aminosäuren, die es schaffen, zum Beispiel Neurodermitis oder Schuppenflechte gut zu behandeln. Natürlich auch als entzündungshemmende und antibakterielle Creme zu wirken. Aber auch so, wenn ihr ausgetrocknete Haut habt. Also in einem ganz großen Anwendungsbereich schafft es, diese natürliche Pflanze im Prinzip wie eine Apotheke zu wirken. Und das macht sie natürlich doppelt interessant als Zimmerpflanze, weil sie nicht nur erstmal schön aussieht, also ich finde, das sieht toll aus, dann im Prinzip eine Apotheke ist. Und jetzt kommen wir nochmal zu einem Pluspunkt, und das ist der luftreinigende Effekt. Ja, der luftreinigende Effekt dieser Zimmerpflanze. Und zwar, die Aloe Vera Pflanze ist im Prinzip ein sehr guter Luftfilter, vor allem wenn ihr an einer stark befahrenen Straße wohnt, denn die Aloe Vera Pflanze ist eine Pflanze, die Benzole bindet. Das heißt, die Abgase von Autos und von außen quasi an sich binden kann und diese Giftstoffe in sich behält. Ja? Und natürlich gleichzeitig auch noch saubere Luft produziert. Ja? Das heißt, ihr habt saubere Luft und Giftstoffe werden, also es wird saubere Luft produziert und Giftstoffe werden gebunden. Ja, das ist natürlich auch nochmal was Besonderes. Stichwort, wenn ihr an der Straße wohnt, habe ich ja jetzt schon ein paar Mal erwähnt. Also da ist es wirklich ultra interessant. So, jetzt kommen wir noch zu einem ganz großen nachgefragten Thema. Das war Aloe Vera vermehren. Das heißt, wie kann ich es schaffen, dass ich aus dieser größeren Aloe Vera Pflanze mehrere kleine Aloe Vera Pflanzen machen kann? Und das geht natürlich einmal über eine Aussaat. Das heißt, man kann sich Samen kaufen und die ganzen dann züchten. Und jetzt kommen wir zum interessanteren Teil, den ich auch einfach richtig, richtig cool finde. Man kann Stecklinge züchten. Und wie gesagt, über Stecklinge eine Aloe Vera Pflanze zu züchten, ist eigentlich super, super einfach. Also das schafft jeder. Sogar ich habe es geschafft, ja. Und ich schaffe sonst nichts, aber das habe ich wirklich hinbekommen. Und zwar müsst ihr dafür einen Seitenaustrieb der Aloe Vera Pflanze quasi nehmen. Das heißt, wenn ihr an der Seite irgendwo einen Seitenaustrieb habt, müsst ihr den irgendwie frei machen und dann halt relativ wurzel- bzw. stammnah abschneiden. Dann diesen Steckling oder die Stecklinge, je nachdem wie viele ihr rausnimmt, erstmal trocknen lassen, weil gerade durch dieses feuchte Aloe Vera Gel, was wir da haben, besteht natürlich eine erhöhte Gefahr, dass das Ganze schimmelt. Das heißt, wenn ich das Ganze direkt einpflanzen würde, dann wäre dieses Gel natürlich super feucht und Feuchtigkeit und Bakterien, ich glaube, da müssen wir nicht viel zu sagen, das kann sich heutzutage jeder erklären, führt dazu, dass es zu Schimmel oder anderen Sachen führt, die dieser Pflanze nicht gut tun. Deswegen lassen wir das Ganze dann erstmal einen Tag liegen, lassen diese abgeschnittene Stelle, wo dann das Gel austritt, austrocknen, ja, und dann pflanzen wir das Ganze ein. So wie hier gemacht, ja, das ist jetzt vor ein paar Wochen geschehen, haben wir das Ganze eingepflanzt. Und dann ist bei der Aloe Vera Pflanze so, dass wir am besten dann gar nicht so viel gießen, das gar nicht so feucht halten, dass auch weiterhin kein Schimmel entstehen kann, sondern erstmal sich gewisse Wurzeln bilden. Die bilden sich meistens nach, ja, zwischen 1 bis 3 Monaten. Da haben sich dann die ersten Verwurzelungen gebildet. Und dann fange ich an, das Ganze zu gießen. Wie kann ich natürlich testen? Das ist auch eine ganz interessante Frage, ob ich Verwurzelungen habe. Das heißt, ich ziehe so ein bisschen dran und merke natürlich, ist da ein Widerstand? Das heißt, habe ich schon Wurzeltriebe unten oder habe ich sie nicht? Genau, wenn ich die Wurzeltriebe dann habe, dann gieße ich das Ganze auch so im allen 10-Tages-Rhythmus. Und ja, irgendwann merkt man dann auch, dass das Ganze dann nach oben wächst. Und dann, so wie hier, werden dann die Blätter dann quasi schon ein bisschen länger. Und man merkt auch, okay, da kommt was. Dann sieht das Ganze so wie hier aus. Das ist eigentlich super einfach, super pflegeleicht. Kann wirklich jeder einfach machen. Und dann kann man sich so quasi super einfach eine eigene Aloe Vera Pflanze züchten. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen über die Aloe Vera Pflanze. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Ja, falls ihr sonst Kritiken oder Anmerkungen habt, schreibt es in die Kommentare. Ja, schreibt auch Fragen in die Kommentare, aber auch negative Sachen, die ich vielleicht falsch gesagt habe, verbessert mich da ruhig. Ansonsten sage ich bis zur nächsten Folge von Einfach Wissen und ciao.